Ar-Rahman Ar-Rahim, der Allerbarmer, der Barmherzigen. Sheikh Abdurrahman al-Sa'd rahimahullah sagt, zwei Namen Allahs, die darauf hindeuten auf die gewaltige und umfassende Barmherzigkeit Allahs, die alles umfasst. Für die Propheten und die Gottesfürchtigen ist diese Barmherzigkeit absolut. Und für die anderen, sie haben einen Anteil davon. Für die Propheten und die Gottesfürchtigen und die Salihin, sie ist yani absolut. Und für die anderen, yani, sie haben einen Anteil davon. Und Sheikh Sadi sagt dann, lass dich wissen von den Grundlagen, worüber die Salaf und ihre Imamen in Übereinstimmung waren, ist die Glaube an den Namen und Eigenschaften Allahs. Und Sheikh Sadi sagt, das ist von der Usul al-Sunnah wal-Jama'ah. Dass in diesen Sachen war keine Unstimmigkeit. Alle sind sich einig über die Namen und Eigenschaften Allahs, die Salaf und ihre Imamen. Und Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, dass diesen zwei Namen Allahs, Ar-Rahman Ar-Rahim, diese Eigenschaften sind bestätigt im Koran und in der Sunna und der gesunde Verstand. Yani diese zwei Eigenschaften, diese zwei yani Namen Allahs, die auf der Eigenschaft des Barmherzigkeit hindeuten, sind bestätigt wo? Im Koran, in der Sunna und yani Aql, der menschliche Verstand, der gesunde menschliche Verstand. Denn vom Verstand her, alles was geschieht im Universum, ist durch seine Gnade, yani durch die Gnade Allahs und sein Huld. Und dies ist aus seiner Barmherzigkeit. Jedoch, einigen, jetzt kommt Sheikh Uthaymin Rahimullah, und wir merken yani, die Erziehung von Sheikh Uthaymin Rahimullah, er widerlegt immer wieder die Ahlul Bid'ah. Am Anfang erwähnt er beim Besmela und so weiter, oder bei Al-Fatiha allgemein. Yani Sheikh Uthaymin Rahimullah geht in diesen Sachen ein, wo er die Ahlul Bid'ah yani, widerlegt. Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, dass einigen Gruppierungen, sie lehnten dieser Eigenschaft Allahs, yani die Barmherzigkeit, lehnten sie ab. Sie lehnen sie ab wie die Mu'tazila und so weiter. Weil sie behaupten, dass die Barmherzigkeit beinhaltet Unterwerfung und Mutlosigkeit. Und somit wollen sie nicht dies für Allah negieren. Weil sie sagen, eine Barmherzigkeit, aha, das ist eine Unterwerfung. Das ist Mutlosigkeit. Das ist Milde. Das beinhaltet Weichheit. Sheikh Uthaymin Rahimullah, Zärtlichkeit, oder dass man Allah, dass er sich demütigte. A'udhu Billah. Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, jedoch diese Behauptung wird aus zwei Ansichten widerlegt. Erstens, Barmherzigkeit bedeutet nicht gleich Unterwerfung oder Mutlosigkeit. Denn wir finden viele von den mächtigen Königen, sie sind barmherzig, und doch nicht unterwürfig und mutlos. Habt ihr verstanden, dieser Abschnitt, meine Lieben? Wir finden von den Königen, die sind ja nicht barmherzig und doch nicht ja nicht mutlos und unterwürfig. Und selbst dann, Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, und selbst dann, wenn wir ihnen das gönnen, sagen wir, ja nicht so ist das, dann sagen wir, selbst wenn es so wäre, dann sagen wir, dies gilt nur für die Schöpfung. Wenn das Barmherzigkeit gleichzeitig nach eures kaputtes Verständnis Mutlosigkeit bedeutet und Unterwürfigkeit, dann sagen wir, dies gilt nur für die Schöpfung. Jedoch die Barmherzigkeit Allahs ist wie sich seiner Majestät gebührt. Wie Allahs Wesen nichts gleicht, so seine Eigenschaften gleichen nichts. Sie sind so, wie es sich ihm gebührt. Allah subhanahu wa ta'ala und beinhaltet in keinerlei Weise und von keinem Ansicht einen Mangel. Auf keinen Fall. Und Sheikh Uthaymin rahimullah sagt dann, und schaut euch das Regen an und die Entfernung der Trockenheit dies alles deutet darauf hin, auf was? Auf die Barmherzigkeit Allahs. Ohne Zweifel. Und dann sagt Sheikh Uthaymin Rahimullah, dass hier
eine Fa'ida, eine Vorzug. Und dieser Vorzug ist ganz gewaltig. Das bringen sogar lieber wie Sheikh Uthaymin Rahimullah seinesgleichen. Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, hier eine ganz feine Fa'ida, ganz sensible Fa'ida, Vorzug. Und was? أَنَّ رُبُوبِيَّةُ اللَّهِ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الرَّحْمَةِ الْوَاسِيَةِ لِلْخَلْقِ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ رَبِّ الْعَالَمِينَ كَأَنَّ السَّائِلْ يَسْأَلْ مَا نَوْعُ هَذِي الرُّبُوبِيَّةِ Hast du verstanden, Schwettin? Yani, لَمَّا قَالَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَأْتِي السَّائِلْ وَيَقُولْ مَا هَذِي نَوْ Yani, هَلْ هِيَ رُبُوبِيَّةِ Sheikh Uthaymin Rahman sagt weiter, هَلْ هِيَ رُبُوبِيَّةِ الْأَخْ الأخذ والانتقام أو هي الربوبية الرحمة والإنعام الشيخ Uthaymin رحمه الله sagt dass hier als Allah subhanahu wa ta'ala sagte dem Allerbarmen, dem Barmherzigen hier yani, damit heißt es dass die Herrschaft Allahs ist aufgebaut auf Barmherzigkeit gegenüber seiner Schöpfung. Denn, wo ist der Beweis, dass Allahs Herrschaft auf Barmherzigkeit aufgebaut ist? Wo ist der Beweis? Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, denn, als Allah sagte, dem Herrn der Welten, Rabbil Alamin, yani dem Herrscher der Welten, der Inhaber der Welten, der Lenker der Welten, als würde ihr der Fragende kommen und fragen, was ist diese Art des Herrschafts? Ist es eine Herrschaft des Packen, des yani, Rache vollziehener, des Nehmens? Oder ist eine Herrschaft des Barmherzigkeit und Gunsterweisung? Dann sagt Allah, Rabbil Alamin, und dann kommt er, was ist er? Ar-Rahman Ar-Rahim. Das ist yani, dem Allerbarmer der Barmherzigkeit. Dies deutet darauf hin, dass Allahs Herrschaft ist aufgebaut auf Barmherzigkeit, auf gewaltige Barmherzigkeit, die sich Allah subhanahu wa ta'ala yani, gebührt. Und ich sehe, das ist gewaltig. Das ist Koran, meine Lieben. Das ist das Buch, von dem die Herzen der Gläubigen nie genug bekommen. Deswegen, als Uthman ibn Affan radiallahu an, als er einen Tag, als es geschah, dass an ihm ein Tag vorbeigeht, und er schaute nicht im Buch Allahs rein, er sah das als einen verlustreichen Tag. Er sah als Verlust. Jeder soll sich denken, wie viele Tage gehen an uns vorbei und wir haben der Mus'haf nicht aufgemacht. Und Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu an, er nahm der Mus'haf und nahm so an seine Brüste so, sagte, das ist das Buch meines Herrn. Das ist das Buch Allahs. Deswegen, meine Lieben, und wenn wir die Biografien durchgenommen haben, die Salaf, sie haben den Koran jeden Tag, sie hatten ein Programm, sie hatten einen Rhythmus mit dem Koran, jeden Tag, jede Nacht. Sie lasen den Koran. Sie hatten Verbindung, weil das sind die Wörter Allahs. Da spricht Allah subhanahu wa ta'ala zu uns, der Schöpfer aller Sachen, meine Lieben. Das ist nicht ein Kalam irgendwas. Kalamullah. Und Kalamullah ist nicht erschaffen. Ist Allah erschaffen? Nein! Somit sind seine Wörter auch nicht erschaffen. Und wie die Ulema sagen, wer sagt, dass der Koran erschaffen ist, somit ist er ein Kafir. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki yawmiddin, dem Herrscher am Tag des Gerichts. Maliki yawmiddin. Ibn Kathir rahimullah, er sagt, dass dieser Malik ist entnommen von Milk, yani das Besitzen. Er ist der Besitzer, der Inhaber, der Herrscher von diesem Tag. Und wieso wurde es, yani Ibn Kathir rahimullah sagt, wieso wurde er spezifisch, yani der Herrscher des Tages des Gerichts, wieso er wurde bezogen auf, yani, auf jüngsten Tag? Ibn Kathir rahimullah sagt, hier wurde spezifisch auf dem jüngsten Tag bezogen, und dies steht nicht im Widerspruch, dass Allah ist auch der Herrscher der Dunya. Denn wahrlich, als Allah sagte, Rabbil Alamin, dies bedeutet der Herr der Welten auch der Dunya und der Akhira.
Das ist gewaltig. Du musst diese, yani diese Bedeutungen vor dir behalten im Gebet. Und dann das Gebet. Spürst du die Süße des Gebets, wenn du diese Bedeutungen vor deinen Augen siehst. Diese Sachen sollte man sie aufschreiben. Das sind nicht unsere Wörter, wir geben sie weiter. Wir zitieren ja die großen Gelehrten. Diese Wörter verdienen mit Goldtinte geschrieben zu werden. Diese Erklärungen. Und eben wie Rabbil Alamin, das ist allgemein, für Dunya und Akhira. Jedoch, hier wurde spezifisch erwähnt, der jüngsten Tag, weil an dem Tag tut niemand etwas behaupten. Niemand tut etwas behaupten und niemand spricht, außer mit Allahs Erlaubnis. Die Herrschaft, sagt Ibn Kathir Rahimullah, wahrlich die Herrschaft gehört in Wirklichkeit nur Allah Ta'ala einzig und alleine. Das ist die wahre Herrschaft. Weil egal die Herrschaft des Königin des Dunya, wie lange sie ist und geht und sein wird, irgendwann geht sie vorbei. Jedoch die Herrschaft Allahs, die wahre Herrschaft, sie hört nie auf. Und deswegen auch von den verhassten Namen, von den am meisten gehassten Namen bei Allah, wie im Hadith von Abu Huraira radiallahu anhu überliefert wurde, von den verhassten Namen bei Allah ist zu sagen, König der Königin. Und ich finde, das ist in der Umgangssprache der Jugendlichen und so, die sagen sowas. Und es wurde ihnen durch diese Veramerikanisierung beigebracht, meine Lieben. Eben King of Kings und so. Und sie sind sich gar nicht bewusst, was sie sagen. Das ist von den verhassten Namen Allahs, sowas zu sagen. Eben King of Kings. A'udhu Billah, das ist. Und die muslimischen Kinderbrüder, die Opfer eigentlich dieser Gesellschaft, sie plappern es nach und meinen, das sind was Gutes und Verstanden und so. Einfach Opfer. Opfer dieses System. Und Ad-Din, Malik Yawmi, Ad-Din, yani damit ist gemeint, Ibn Kathir Rahimullah sagt, der Tag der Abrechnung und Belohnung. Der Tag der Abrechnung und Belohnung. Yawmi Ad-Din, sagt Ibn Abbas, radiallahu anhuma, das ist der Tag der Abrechnung. Der Abrechnung mit den Geschöpfen. Und dies ist der Tag der Auferstehung. Mit ihren Taten werden sie abgerechnet. Wenn sie gut waren, so ist gut für sie. Und wenn sie schlecht waren, so ist schlecht für sie. Außer demjenigen, dem sich Allah subhanahu wa ta'ala erbarmt. Und hier yani, propagiert sich die Glaube von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Dass wir nicht yani, die Leute, die sündigen, sagen, wie die Khawarij und Takfiris in dieser Zeit und schon damals, dass die Leute, die sündigen, oder Mu'tazila auch, yani dass die sündigen Menschen, dass sie ins Hölle kommen. Nein, die sind unter die yani, Meshiatillah, unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Und Umar radiallahu an, Ibn Kathir rahimullah erwähnt in diesem Zusammenhang, yani, für Yawm al-Din, dass Umar radiallahu an sagte, rechnet mit euch ab, bevor mit euch abgerechnet wird. Wiegt euren Seelen, bevor sie gewogen werden. Wiegt euren Seelen, bevor sie gewogen werden. Und bereitet euch für die gewaltige Abrechnung vor. Eine Abrechnung mit demjenigen, dem nichts von euren Taten verborgen bleibt. Wenn du weißt, Malik Yawm ad-Din, und das ist der Tag der Abrechnung. Und der Tag, wo wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und wenn du weißt, dass du entweder belohnt wirst für deine Taten oder doch bestraft wirst du, dann tust du dich auf beste Art und Weise für dieses gewaltige Treffen vorbereiten. Und stell dir vor, du bereitest dich für ein Treffen mit einem Präsidenten oder einem König. Du ziehst dich am besten an, du bereitest dich tagelang, um was du sagen willst und was du willst reden und so. Nein, das ist das Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Treffen nützt nicht schöne Kleider. Nein. Keinesfalls. Dieses Treffen nützen die guten Taten, die man mit sich mitgenommen hat. Und die guten Taten sind nicht die guten Taten, die man yani, selber aus seiner eigenen Gelüste erfunden hat. Die guten Taten sind, die aufgebaut sind auf Allahs Buche und was? Auf die Sunna des Gesandten sallallahu alaihi
wasallam. Das sind die guten Taten. Und das ist der gute Proviant. Das ist der Proviant, wo einem nutzen wird für diese Abrechnung. Wo Umar radiallahu anhu sagt, denn dem Allah subhanahu wa ta'ala, dem bleibt nichts verborgen von euren Taten. Nichts, absolut nichts. Und Sheikh Sa'd rahimullah sagt, dass eben Malik, von Milk, dann Sheikh Sa'd sagt rahimullah, demjenigen, der dieser Eigenschaften yani zusteht, und dies steht ihm zu Recht zu, yani der Eigenschaft des Besitzes, ihm steht zu, wenn er der Besitzer ist, der Inhaber ist, dann steht ihm auch zu die Befehle und die Verbote. Und steht ihm zu die Belohnungen und die Bestrafungen. Yani wenn es ihm steht, dass er der Besitzer ist, so steht es ihm, yani, dass er es befehlt und dass er Verbote macht und dass er yani, auch belohnt und auch bestraft. Und Sheikh Sa'd rahimullah sagt, dass an diesem Tag, Yawm al-Din, am Yawm al-Qiyama, hier wird der Schöpfung gezeigt, die vollkommene Gerechtigkeit und Weisheit Allahs subhanahu wa ta'ala, sodass an diesem Tag sind alle gleich, sei es Könige oder Untertanen oder sei es Leute, die frei waren oder Sklaven. Alle sind seine Majestät, Allahs Majestät, unterwürfig. Und alle haben Angst vor seiner Strafe. Und alle erhoffen seine Barmherzigkeit und Belohnungen. Und Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, wenn ich bei Malik Yawm al-Din, denn, لأن الله تعالى ينادي. Allah subhanahu wa ta'ala wird es rufen. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Dann فَلَا يُجِيبُ أَحَدٌ فَلَا يُجِيبُ أَحَدٌ Dann فَيَقُلْ تَعَالَى لِلَّهِ وَاحِدِ الْقَحَّارِ Ich schaue diese gewaltige Zusammenhänge. Yani, dem Herrscher des jüngsten Tages, des jüngsten Gerichts, wieso? Weil Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, denn Allah Ta'ala wird rufen am Yawm al-Qiyamah. Wessen ist das Königreich an diesem Tage? Wem gehört die Herrschaft an diesem Tage? Fala yujibu ahad. Niemand wird antworten. Niemand wird antworten. Auch diese gewaltige große Königin, sie werden an diesem Tag in Bange und Angst sein. Und sie werden sich fürchten seine Strafe. Denn wie Ibn al-Qayyim rahimullah sagte, das Feuer wurde erschaffen, um diese harten, groben Herzen zum Schmelzen zu bringen. Diese Herzen, die sich nicht Allahs unterwerfen wollten in dieser Zeit, dieses Feuer ist dafür erschaffen, dass er sie zu Schmelzen bringen wird. لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ Wem gehört die Herrschaft am heute, an jenem Tage? Niemand. Niemand wagt zu antworten. Niemand, die gewaltigsten Königinnen, niemand wagt es zu antworten. Jeder befindet sich in Angst. Für sich, für sein eigenes Sicht, geschweige denn seine Familie. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Lillahi di wahid al-qahar, wahrlich, Allah ist der Herrschaft heute. Dem einen, al-wahid. Allah hat keinen Partner. Deswegen ihm gebührt alleine die Anbetung. Denn er hat keinen Partner, wahid. Der Allbezwinger, Al-Qahhar, Allbezwinger, Allah subhanahu wa ta'ala. Begnügen uns wir damit bis jetzt. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.